Ausgezeichnete Arbeit. Ich Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben Sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Stramm und staatlich. Herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator, Alligator, Alter! Ja, es ist jetzt schon einige Wochen her, dass wir uns wieder mal in den Bus gesetzt haben. Heute wollen wir allerdings nicht nur das neue Gebiet nutzen, sondern wir wollen eigentlich auch unser Lenkrad benutzen. Jetzt ist nur die Frage, funktioniert der Bums hier? Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Wir sehen uns gleich wieder. Viele Monate später. Oh. So. Na komm, Gaspedal, komm. Komm, Gaspedal. Bei Fuß, ja, genau. Fein machst du das. Oh, nee. So, schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was wir hier eigentlich vorhaben. Ja, jetzt hier bei der letzten Grande Tour hier mit unserem Lenkrad, ne? Ja, wollen wir natürlich mal schauen, was wir jetzt hier eigentlich machen sollen. Erstelle eine Strecke mit maximal 8 Haltestellen, welche beinhalten Agricultural Zone und Industrial Zone. So, ich nehme natürlich mit meinem neuen, geilen, nicen Bus, Alter, und Abfahrt. So, jetzt bin ich gespannt, ob das hier funktioniert. Warum geht das nicht? Ai, ai, ai. Es geht irgendwie. Aber irgendwie auch nicht, ne? Fahr! Die Tür noch auf? Jo. Vollgas? So. Das hat denn funktioniert mit dem Gaspedal, du. Jetzt bin ich aber ein richtiger Busfahrer, Alter. Unnormal belohnt. Ich bin Kalle, der Busfahrer. So, was machen die anderen Tasten? Wenn ich dich sehe, dann denke ich an ein Auto. Denn deine Hupen sind so... Boah, das vibriert richtig, Alter. So, ich blinke, ich fahr rein und dann halten wir hier gleich an. Oh, halt, stopp. Und dann drauf. Boah, ist eine Haltestelle ausgelassen? Ich hab mich jetzt einfach aus Versehen an die letzte Haltestelle gesetzt. Gut. War eine geile Fahrt. Parking Brake Button? Falsche Richtung! Lass mich raus. Oh! Oh! Entschuldigung, stopp. So, es ist ein ganz anderes Feeling. Ich habe es ja schon mal auch letztes Mal beim LKW-Simulator gesagt, ne? Oh, Feuer, blinken, schnell rum. Ha! Blinker korrekt eingesetzt. Gesetzt. Gesetzt, gesetzt, Mann! So, jetzt gebe ich mal Vollgas hier. Es ist ein ganz anderes Feeling. Ich meine, ich habe einen Führerschein jetzt in Real Life. Seit ungefähr 6 Jahren. Man sieht das auch, ne, wie ich das Lenkrad hier handle, du. aber ich fühle mich auch, ich fühle mich gut, verstehst du das? Ich habe ein blaues Hemd an, ich habe eine schicke Krawatte um, ich fahre mindestens 70 km/h. Es ist unnormal melo. Übrigens habe ich jetzt mit den Leuten von Autobahn-Simulator, Bus-Simulator,
Also von Astragon, die den Bus-Simulator gemacht haben. Mit den Leuten habe ich mich mal unterhalten bei Twitter. Und die haben auch gesagt, dass sie meine Videos geguckt haben, hier mit dem Bus. Und da habe ich gesagt, Leute, wir brauchen mehr Voice Lines im Spiel. Bus-Simulator 21, du. Da muss ein bisschen mehr kommen als ein bisschen Katze. Weißt du, wie ich meine? Und 5000 Folgen Winter der Leiden. Alter, das hat gerade richtig geruckelt. Halt, stopp, wir beruhigen uns erstmal. So, jetzt aber rein ins Gehäuse. Das Ding ist auch, ich benutze mit meinem rechten Fuß das Bremspedal. Und das macht man ja eigentlich nicht. Das hatte ich auch beim LKW-ATS schon. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist hier eine Experience gerade, Leute. If you know what I mean. So, mein Herr. Die wollen hier rein, ne? Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Drei Stunden später. So, jetzt Rampe raus. Jetzt fahr rein. Ich dachte, wir würden eine andere Strecke fahren. Wie, andere Strecke? Sei froh, dass ich mitnehme hier. Andere Strecke, Mecke. Und jetzt muss ich auch noch gucken, ob du eine Fahrkarte hast. Na klar. Danke. Nächster Halt, Kornstraße. Ja, ja, ja. Ja, Herr Gott, nein! Ich hasse die Werbepausen im Winter der Leidenschaft. Ja, ich auch. Die kommen irgendwie immer genau dann, wenn es spannend wird. Ja, damit du dranbleibst, du alte Schachtel, ist doch klar. Ist das noch nie verstanden mit der Werbung oder was? Ich bin zu früh abgebogen. Ich bin einfach zu früh abgebogen. Gar kein Problem. Wir machen mal kurz hier. Ja. So. Und jetzt müssen wir mal. Moment, wo ist meine Tasche? Ja, das ist mir gerade scheißegal. Ah, la, la. Hey. Lange nicht gesehen. Oh, hi. Ja, stimmt. Letztes Mal war... Ja, genau. Damals, das war als... Ja, echt schön, dich zu sehen. Ich wünsche dir was. Scheiß Gilfhunter wieder unterwegs. Ich muss jetzt hier nach vorne. Hallo. Ah, schon weg. So, Blinker setzen und nach links. Schön. Lass den mal erst raus. Erst aussteigen lassen. Wir sind spät dran. Halt dein Schnauzen. Ich hätte nie gedacht, dass Hans und Christina verwandt sind. Ja, ich auch nicht. Das hat mich total umgehauen. Was hat die Strecke mit Hans und Christina? Wisst ihr, Bus-Simulator-Entwickler, genau das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, wir brauchen mehr Vielfalt. Es haben mir 500 Leute bei Instagram irgendwelche Katzenbilder geschickt. Ich bin fürs Leben geschädigt, versteht ihr das? Ein Hoch auf unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Ein Hoch auf unseren Busfahrer. Oh, perfekte Halteposition. Perfekte Parkposition. Ja, Mann, voilà. Oh, nein, ich habe sie vergessen. Ich hab sie vergessen! Wir kennen das Spiel, ne? 120 Euro in die Abo-Box. Oh. Schöne... Oh, die hat uns geschnitten. So, und jetzt mal Vollgas hier. Alles aus der Kiste rausholen. Oh. Hoffentlich ist meine Schokoladenseite drauf. Jetzt geht's aber los. Schlagloch, Blitzer, alles. Schokoladenseite. Oh, Schokoladenseite. So. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Was ist schön? Ich bin wunderschön. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt, aber Christina ist amputiert. Amputiert! Jetzt haben es alle gehört. Amputiert! Dein Gehirn ist amputiert. Wie kann man sowas sagen? Bus-Simulator TV! Was ist mit eurer Übersetzung? Da muss doch irgendjemand gesessen haben und gesagt haben, sag das, die ist amputiert. Und dann sitzt der Kalle hier und regt sich darüber auf mit seinem Lenkrad. Amputiert. Amputiert. Ich komm damit nicht zurecht. Aber ich muss sagen, also jetzt mal nochmal fürs Feeling, das mit dem Lenkrad... Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Ich kann das nicht mehr. Leute, ich kann das nicht mehr. Ich war mal Banker, aber das hat sich nicht ausgezahlt. Was ist das? Was ist das? Wertsachen? Das sieht aus wie so ein Rotkohl. Ey! Lass dein scheiß Rotkohl nicht normal bei mir liegen. Hast du es verstanden? Danke.
Gut. Was ich eigentlich sagen wollte. Also mit dem Lenkrad. Nächster Halt, Hafen. Zentrallager. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr gut an mit dem Lenkrad, du. Da bin ich ehrlich. So, und jetzt hier rein da in die Olga. Oh. Beeilung, wir sind spät dran. Mensch, dein Schnauzen. Ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ja, hoffentlich hast du ihn verloren. Dann komme ich heute Abend vorbei und dann gibt's richtig schön... Ich brauche eine Fahrkarte. Käsekuchen. So. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Ja, da freue ich mich ja. Du Schabracke. Ach ja. Oh, da fährt einer. Läuft der, ne? Den habe ich richtig schön... nochmal Wind in den Arsch geblasen, du. Ja, ansonsten, der Lachs löppt, ne, würde ich sagen. Wisst ihr noch, wie das Lied geht? La, 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 der Lachs muss löppen. Oh, nochmal. Oh, nochmal mit Lohn. Oh, nochmal. Oh, nochmal mit Lohn, mit dem Lenkrad jetzt hier im Bus fahren. Yeah, Baby. Ah, hier, bitte. Ja, ja. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Alter, das habt ihr doch extra nochmal eingesprochen. Die Art und Weise, so nett hat das noch nie ein Mensch da gesagt. Das haben die reingepatcht. Das haben die reingepatcht. Und jetzt ist sie am Telefon. Ja, ich hab's ihm gerade gesagt. Alter, oh, der rastet schon wieder komplett aus. Oh, normal. Oh. Alter, das macht so Bock zu fahren hier. Guck mal hier so. Miau, miau. Hoffentlich kommt bald meine Haltestelle. Ich müsste mal wohin. Ja, du kannst ja auch in die Hosen scheißen. Ist mir egal. Verpiss dich aus meinem Bus. Tschüss. Raus, 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 raus. Alter, wild. Bei denen steht wild hinten drauf. Das ist mir zu wild. Also, alles richtig gemacht, ne? Aber Level 7. Neues Dekal. Neues Dekal. Neue Farbe, und zwar blau, normal. Ja, Leute, das war mal wieder so eine Runde hier Bus-Simulator. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das war die letzte Tour. Aber das Lenkrad hier, das benutzen wir natürlich auch noch für andere Geräte. Aber ich muss sagen, Bus-Simulator 2018, wir haben halt, also ich glaube, ich weiß nicht, es wurden mir schon mehr Katzen gezeigt als auf Instagram, als ihr das gemacht habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es haben einige das von euch gemacht. Locker 500 Leute, kein Scherz, wirklich. Bus-Simulator, es ist immer wieder der gleiche, versteht ihr, wie ich meine? Aber jetzt mit dem Lenkrad, da konnten wir nochmal ein bisschen was zeigen. Ich würde aber sagen, war eine witzige Zeit, aber es heißt vielleicht jetzt mal Abschied nehmen, ne? Jede Woche sagt sie das! Ich bin der Fahrkarte. Seht zu, dass du lange bist, aber ich habe jetzt wirklich die Packsticke mit dir. Raus, raus! Warum schlechte Witze? Warum reden die über Katzen? Kalle Kuschinski fährt über die Straße, Vorsicht! Wie kann das sein, dass mir 15 bis ungefähr 50 Leute in den letzten Wochen hier alle ein scheiß Bild von ihrer Katze gezeigt haben, die Mouncy heißt? Kannst du mir das verraten? Und hier ist ein Foto nein, meiner Katze. Nein! Nein! Sie heißt Mouncy.